damit ein ganz herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Good Old Times. Ja, wir haben letztes Mal hier oben das Feld angefangen und ja, muss ich noch die mittlere Industrie reinbauen. So sieht das Ganze dann aus. Das kann ich dann mittlerweile auch wegmachen. Oh, echt? Habt ihr da keine Verbindungen darüber? Dann machen wir so. Was, ein neues Haus für die neuen Gläubigen? Ja, setzen wir hier rein. Die zwei da hinten werden eh nicht benutzt. So, ich glaube mittlerweile kann ich auch das hier abreißen. Perfekt. Genau. So, hier hinten habt ihr Industrie, fahrt hin. Es brennt in Kartoffelhausen. Schicken Sie den Wagen los und lassen Sie... Wo kann ich denn das machen? What? Wo kann ich denn die losschicken? Haben Sie von vielen Spielen am PC eine Sehnenscheidenentzündung bekommen oder weshalb war Ihr Handgelenk sonst zu schwach, um den Hörer in die Hand zu nehmen? Sie haben keine Finger gerührt, während Kartoffelhausen abgebrannt ist. Ihre Bürger haben es nicht gerne, wenn sie einfach so ihrem Schicksal überlässt. Es wird nicht leicht werden, das Vertrauen der Leute nach dieser Niederlage zurückzugewinnen. Oh. Aus einstürzendem Haus. War Bürgermeister, ich war in der Badewanne, als die Wände auf einmal begannen auseinanderzubrechen. Ich dachte, keine Zeit, schamhaft zu sein. Ich kam gerade noch rechtzeitig raus, bevor das Haus zusammenbrach. Was geht hier eigentlich vor? Sobald ich mir Unterwäsche organisiert habe, muss ich mich nach einem neuen Ort umschauen. Okay. Aber das heißt es jetzt, es ist gut, oder? Weil die haben ja den gelöscht. Etwa hier müssten fast nur eine hinsetzen. Und dann die hier unten abreißen. Ja, hier kriegen wir noch ein schwaches Ding rein. Was ist denn gerade nachgefragt? Gar nichts. Dann setzen wir. Ich glaube, hier ist ein hohes drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Wollt ihr denn Agrar, um Gottes Willen? Aktivität für Attraktivität für Agrar hätte ich gerne. Hier unten natürlich total mangelhaft. Okay, dann versuchen wir es mal mit hier oben. Ich habe doch gar nichts gedrückt, hallo? Dann versuchen wir es einfach mal hier oben.
1, 2, 3, 4. Flop. 1, 2, 3, 4. Flop. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Und so. Zwei, drei, vier, so. So, dann haben wir hier Agrar. Wenn ihr da unten kein Agrar wollt, dann... Oh, ist eins zu klein. Ups. Wie ist denn das passiert? So, wenn ihr da unten kein Agrar wollt, dann mache ich es euch attraktiv und setze es euch hier hoch. Das ist ja kein Problem. So. Alles kein Problem, solange ihr habt keinen Strom da oben. Jetzt habt ihr aber Strom da oben. Hey, seid ihr zu blöd? Oh oh, Moment. Moment, wir haben nicht genug Energie. So. Was sagt das Wasser? Okay, das Wasser haben wir noch. Am Wasser haben wir noch jede Menge. So, dann nehme ich euch das hier weg. Jetzt habt ihr keinen Strom mehr. Oh. Aber ihr habt noch Strom, oder? Sag mal, seid ihr eigentlich zu blöd? Boah, hier, ne, hier geht's aber auch gerade so drüber, über ein paar Pixel. Ja, Verkehr. Das ist sehr schlimm. Was ist hier? Zocke in der Stadt. Ne, haben wir schon. Entschuldigung. Viel Stau. Ja, das ist mir klar, dass es hier einigermaßen viel Stau gibt. So, was macht die Bildung? Die wird besser. Okay, gefällt mir. Altersdurchschnitt, hier wird man älter. Da ist man noch ziemlich jung. Gesundheit ist überall noch scheiße. Oh, Luftverschmutzung. Ui, 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 ui. Müll haben wir da. Jetzt nochmal gucken. Die gehen da echt nicht hin, wenn es denen nicht passt. Boah, krass, die ganz Schwachen würden sogar ins Industriegebiet ziehen. Das schwache Gewerbe möchte auch gerne im... Moment, was? Das schwache Gewerbe möchte gerne auch ins Industriegebiet. Warum möchte die denn das? Können wir gern mal probieren. Ich
frag mich gerade nur, warum die das wollen. Kommen die dann schneller an Güter ran? Hier, könnte sein, dass die schneller an Güter dann rankommen. Werden wir dann sehen, wenn hier die wieder oben ist. Deshalb würde ich die mal kurz runtersetzen auf 7. So. Gut, oh, wir nehmen mehr ein. Nö, dann lassen wir natürlich noch ein bisschen Steuern flitzen. So, was macht denn das Geld? Wir haben bei 400.000 haben wir, glaube ich, angefangen. Und wir sind eigentlich immer noch gut dabei. So, was können wir denn als nächstes machen? Die Attraktivität ist brutal. Ihr möchtet immer mehr und mehr. Was war da? Ah, was ich jetzt gern machen möchte, wir haben ja hier Geschenke, der Militärstützpunkt Einnahmen 350. Wo tun wir denn den hin? Wir könnten ja hier rüber gehen mit der Brücke. Halt. Das ist die kleinste Höhe. Was ist das denn? Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht ab hier bauen? Geht schon, aber. Okay. Höhe für Fähre, okay. Na, wir setzen die. Alter Schwede, warum geht denn das da so hoch? Wie groß ist denn dieser Militärstützpunkt? Ach du Heilige! Am liebsten würde ich das ja hier irgendwo abseits machen. Irgendwo hier hinten. Das bleibt dann auch abseits. So. Was macht der? Der gibt mir nur Einnahmen. Okay. Was wir jetzt auch machen könnten oder probieren, wäre ein nee, nicht sowas, sondern bringt Rohstoffe schnell zu den Fabriken und Fertigwaren zu den Märkten. Das würde ich gerne. Oha. Nee, hier baut es mir dann eine Brücke ein. Schalte Dr. Wus geheimes Versteck aus. Scheiße, ich kann jetzt nicht mehr speichern. Warte mal, zerstöre ich da was? Hier steht Raketen abschießen. Oh. Was
Genau haben die da vor mit mir. Da fahren Panzer. Genau, führt mich der jetzt hin. Boah, schaltet Dr. Wu's geheimes Versteck aus. Diese Bomben haben ihren Zweck erfüllt. Vielleicht sollten sie die bösen Knacker taufen. Zurzeit können wir nicht abschätzen, ob sich der Bösewicht Dr. Wu zum Zeitpunkt der Zerstörung in seinem Hauptquartier befand, aber die Mission war auf jeden Fall erfolgreich. Bei den Wrackteilen haben wir einige sehr interessante, schwerkraftabweichende Antriebseinheiten gefunden. Wir schlagen vor, sofort ein modernes Forschungszentrum zu bauen, damit wir die üble Technologie analysieren können. Vielleicht bekommen wir dadurch einen Hinweis, was Wu geplant hatte und können unser Raumfahrtprogramm beschleunigen. Oh, ich habe jetzt da auch Straßen zerstört, wow. Das will, was ist halt, Moment, ich speichere. Erstmal. Was haben wir hier noch? Der Potato schneidet Band durch. Ne, das haben wir schon. Du kannst ihn mit Geld bewerfen, haben wir auch schon. Cool. Ah, warte, ihr habt keinen Strom. Das kriegen wir hin. Panzertrainingsmission. Zerstöre die blinkenden Gebäude, bevor die Zeit abgelaufen ist. Nein. Ich zerstöre jetzt hier in meiner Stadt nichts. Hallo, geht's noch? So, ihr habt Wasser. Das ist gut. So, Energie ist okay. Könnte ich... Okay, da muss ich so raus. So raus wird nicht gehen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Was haben wir hier noch? Verdächtiger Ambulanzfahrer. Nein, das möchte ich... ich möchte hier gern erstmal ein bisschen Stadtplanung machen. Ihr möchtet immer noch Agrar, Alter. Wollt ihr mich komplett verarschen? Moment, wir haben ja was geschenkt bekommen. Universität. Modernes Forschungszentrum. Schafft Arbeitsplätze mit hohem Einkommen. Okay. Setzen wir mal hier hin. War das gut? War das schlecht? Ich weiß nicht. So, prinzipiell würde ich gern... Boah, 800 kostet das zum Abreißen. Ich lass mal laufen. Vielleicht bekommen wir dann noch ein bisschen Geld rein.
Dann können wir nämlich oberirdisch. Wir können sagen so und wir können sagen so. Weil dann können einige schon hier die Autobahn nutzen. So, machen wir plus. Wir machen plus, ja, tatsächlich. Das ist gut. Wir haben fast kein. Oh, wir haben wenig Geld. Wir haben 100.000 ausgegeben. Kann das sein? Oh, ja, fast. Okay, jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen Geld reinschaffen. Also, Attraktivität für hier ist ja überall. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich also hier. Kann ich jetzt hier ohne Probleme Wohnflächen schaffen? So, hier machen wir zwei und so. Haben wir hier Wasser? Jawohl. Was haben wir denn hier? Was ist denn dieses ausgerutscht auf Lama Mist eigentlich? Keine Ahnung. Wenn das nochmal kommt, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal ausprobieren. Ihr baut hier, das ist schon mal sehr schön. Selbstschützende Sims schlaflos, mein Gott. Bürgermeister Die Potato. ihre gesetzestreuen Sims sind es leid, nachts auf den Straßen zu patrouillieren. Es wird Zeit, dass die Profis einstellen. Bauen sie bald ein Polizeirevier, sonst werden sie ihre Bürger vielleicht entschließen, die Seite zu wechseln. Oh, das hört sich nicht gut an. Das mache ich noch schnell. Polizeirevier habe ich. Das ist Feuerwehr. Großes Polizeirevier. Oh, okay. Gut, das machen wir jetzt irgendwo hier. Und das andere setzen wir wahrscheinlich hier rein. So. Dann könnten wir wahrscheinlich das. Wir können wahrscheinlich das Geld ein bisschen senken. So. Ja, reicht immer noch aus. Gut, ihr habt. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen jetzt, oder was? Schnapp den Autodieb oder Flucht im gestohlenen Auto. Moment. Das ist jetzt gerade zu viel. Ich möchte mich noch schnell um die. Ich möchte mich noch schnell um die Bedürfnisse hier kümmern. So, wo möchtet ihr denn hin? Euch ist egal. Euch ist eigentlich auch egal. Nur Hightech möchte hier überhaupt nicht hin. Okay. Das heißt, man könnte hier für euch ohne Probleme erweitern. So.
Gut, und damit würde ich mich für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.